Jetzt gehen wir rein ins nächste Spiel. Die Zimbos gegen Hardstark Royal. Heller. Ihr wisst ja, der ist schneller. Super Ding und Marcel Heller dreht es auf. 1-0 für die Zimbos. Nach der Vorlage von Papa. Papa Chrisodoulou. Super selbst eingeleitet von Heller, der den ganz elegant über den Innenriss laufen lässt. Und das ist die Antwort und das nenne ich mal sehr, sehr schlagfertig. Eins. Heller mit dem Ballgewinn, Marcel Heller und Jan Fauseweh, den gibt es ja auch noch. Jan Fauseweh, unglaublich starker Rückhalt bei Hardstark Royal auch. Marcel Heller. Super Idee da mit der Hacke aufzulösen von Felix Metzler. Papa Chrisodoulou, Fauseweh. Ein super enges Spiel und Fauseweh, Wahnsinn der Mann. Nach dem Abschluss von Mohamed Loom. Und jetzt ist Fauseweh dann doch überwunden. Wieder von Heller, der den Doppelpack schnürt. So ist es passiert. Schnell ausgeführt das Ganze. Hier wird ja eingeschossen, nicht eingerollt. Und diese Bewegung, diese schnelle Drehung lässt. Enes Kühle für Hardstark. Super Ball. Und das könnte der Ausgleich sein. Aber Jun Cekanovic, es wäre ein Riesenerfolg für die Zimbos, die so viele Verletzte hier mit reingenommen haben in Matchday 5. Und es wird Plasma. Chat, ich merke, ihr findet es geiler als Volley, ne? Ballverlust, komischer Ballverlust. Oh, 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 oh. Und macht er ihn jetzt rein? Nein, auch nicht. Was ist das für ein Gamechanger, dieses Plus One? Oh, 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 oh. Also der Sportskamerad Mohamed Loom, ehemaliger U17-Nationalspieler Senegals, wird sich was anhören müssen, wird aber sofort getröstet. Wir gucken erstmal auf diese Situation. Da ist es doch. Muss sich hier auf 3 einstellen. Wahnsinn, haben wir uns gewünscht und kommen wie gerufen, ne? Abdullah trifft für super die Assist von 3-1. Oh, Jan Fauseweh, einmal durch die Hosenträger. Schnell ausgeführt. Super Assist von Heller. Ja, macht und das passt ganz natürlich, stark. Denn du weißt, der ist schneller. 2 Treffer gemacht und ein Vorbild. Ist das die Antwort von Römer? Timmy. So, die Zimbos kommen und warum nicht mit der Pike? Finde ich sehr, sehr geil, einfach mal so abzudrücken. Und wir gucken uns diese Pike nochmal an. Oh, stehe ich drauf. Oh, schön. Torwart war komplett geschlagen, ne? Ja. Oh. Was ein Hieb. Oh, das hätte schon ein Tor verdient gehabt, ne? Ja. Dritte Ecke heißt Penalty für Hardstark Royal und die Möglichkeit für Tim Sulmer. Der hat ja gerade schon einen verschossen, ne? Ja. Will es nochmal wissen. Und da kann einiges passieren. Kann Tim einiges Sulmer. Passieren. Der kann's. Bittet aber wieder zum Tanz und den macht er eiskalt. Er hat es mit seinem Jubler ja schon mal gezeigt. Er hat Eis in den Venen und den macht er richtig, richtig kühl. Spielt man auf Ecke raus zu holen? Wir gucken erstmal. Oh, die Zimbos wieder mit Abdallah, dem Wildcard-Spieler. Sehr schön macht er den. Ganz leicht angechippt. Oh, aber da ist ein kleines Foul, glaube ich. Foul, ja, nein, ja, ne? Er, ja. Oh, aber den macht er übrigens brutal, ja. Ja, gleich kommen die Galaxy Minutes. Was wünschst du dir? Wir gucken erstmal, ob die Zimbos hier nochmal erhöhen können. Können sie? Ja, nein. Boah, das ist Wahnsinn. Oh. Fauseweh lässt sich nicht abschütteln. Das ist unglaublich. Macht er aber clever, jetzt muss er ihn machen. Oh, Fauseweh, du bist Torwart. Ein Teufelskerl. Geiler Torwart. Was wünschst du dir? One-on-one? One-on-one wäre geil.
Es ist One-on-One! Boah! Oh, 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 oh. Und jetzt muss Steinmetz schnell zurück. Melek Anthony 4-3. Das macht er gut. Und es sind noch anderthalb Minuten. Übrigens, Steinmetz, der hat in der Bezirksliga spielt, der. Oh, macht das schön. Macht das schön. Nicht drin. Und das ist es gewesen. Glückwunsch an die Zimbus. Hardstark Royal verliert auch nach dem 2-3 gegen Calcio letzte Woche. Zweite Niederlage in Folge und die Zimbus nach dem Unentschieden gegen Beton Berlin letzte Woche mit einem Dreier.